Yo, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinecraft Flashback. Ja, heute ist die liebe Lara, die Akihiko, mit dabei. Ja, hallo. Hallo. Wir befinden uns in der... Upsala, jetzt habe ich schon wieder ein Screenshot gemacht. Geil, ich habe eine kaputte Lederhose bekommen. Was ist das denn? Die ist sogar gefärbt, oder? Ja, schmeiß weg. Nee, die ist nicht gefärbt, die ist nur einfach nur verzaubert. Ja, hallo. Das ist ein Geschenk von mir. Level. Ja, wir befinden uns in der PvP-Farmwelt, aber wir haben heute nicht vor zu kloppen, obwohl sie in der Rüstung ist zum Kloppen. Ich mit meiner Billo-Eisenrüstung. Ja, wir haben aber vor zu farmen. Jetzt müssen wir nur noch ein Höhlenloch finden. Genau. Höhlen oder Mobs gehen ja beides. Also wir latschen heute einfach nur so ein bisschen durch die PvP-Farmwelt, Leute. So eigentlich hatten wir auch Glück und riefen auf jemand. Ja, das stimmt. Das ist ja übrigens auch die erste Folge Dinecraft, die ich wieder hochlade seit langem. Freut mich, dass das Video von gestern, die Wonder Rage Mode, gut bei euch angekommen ist. Obwohl ich in dem Video gesagt habe, ja gut, Freitag der 13. Das war ja schon ein bisschen her. Aber was soll's? Passiert. Oh, Knochen. Ist bei dir auch gerade ein Serverlag gewesen? Oder war das nur bei mir? Ist mir nicht aufgefallen. Oh, schon wieder. Hoppla. Irgendwie brauchen wir eine Höhle. Wir finden gerade alles andere. Warte. Boah, hier ist einer, aber hier war schon jemand. Ja, das war sogar ich. Das weiß ich sogar. Da war ich vorhin. Will sie wieder beefen? Ich? Ja. Ach, für was ist denn die PvP-Farmwelt sonst? Zum Farmen? Für mich? Gut, also es ist zum Farmen da, aber... Da gehst ein kleines Risiko ein, zu sterben. Wen juckt's? Eisen? Oh, guck mal, Eisen. Wir haben eine Höhle gefunden. Da war zwar schon jemand, aber ich denke nicht, dass er das alles durchgesucht hat. Ivo? Ja. Ich, meine Tastatur backt rum. Scheiße! Was? Meine Tastatur. Ich bin gestorben. Meine Sachen aufnehmen? Du bist doch da unten. Versucht noch hier runterzufallen, ohne zu sterben. Warte, es gibt da ja Wasser. Du könntest ja theoretisch reinspringen. Ich bin doch schon da. Ah. Hast du viel Erfahrung auf deine Schuhen? Nö. Sind nicht mal verzaubert. Sind nicht verzaubert? Nee. Das müssen wir ändern. Das sind Billo-Schuhe, Mann. Ich gehe damit nicht kämpfen. Billo-Schuhe? Ja, Billo-Schuhe. Sind Fake Adidas, ne? Nee. Sind nicht, irgendwie steht nichts drauf. Das sind Eisenstiefel. Das sind arme Kekschuhe. Du hast mich gerade erschreckt. Aber auch der Sinn davon. Ja, ich hab's gemerkt. Das Redstone. Also ich glaube, wir sind ziemlich. Hier ist noch mehr Redstone. Und das ja, Lava drunter. Nicht sterben. Ich will sterben. Die Axt hast du ja nicht dabei, ne? Nee, aber ich habe Gold gefunden. Gold? Ja. Nicht, dass es auch wieder den X-Ray. Nö. Drei, ich habe sogar Doppeldrop-Chance bekommen. Ach, das ist gut. Ja, jetzt habe ich 3 Gold. Oh, oh, eine Hexe. Das bedeutet Geld. Ja, alles klar. 17 DM. Passt doch. 17? Ja, oh, ich hätte sie mit dem Plünderungsschwert töten sollen. Ja, jetzt ist es mal gemacht. Ich hab letztens eine Hexe mit einem Plünderungsschwert getötet und sie hat einfach hier bloß so ein das gedroppt. Nicer Shit. Ich muss wieder hoch. Hast du dich eigentlich schon wieder eingelebt, beziehungsweise was hast du momentan auf deinem Griff vor?
Ich weiß irgendwie im Moment noch nicht so ganz hundertprozentig, was ich da vorhabe. Ich habe ja auf jeden Fall meinen Clan gewechselt für mal manche, die es noch nicht gewusst haben. Ich bin bei den Firewings jetzt, den Lieber Legends. Ah. Willkommen. Danke, danke. Ja, ich habe mir ein Gewerbegrundstück vorhin gekauft. Da werde ich dann einen Shop eröffnen. Aber das werde ich auch noch alles ein bisschen in den nächsten weiteren Folgen machen. Ja. Und ach so, du wirst ja keinen Mallshop kaufen? Habe ich schon. Ich habe aber beides jetzt. Du machst echt keinen Sinn. Ja, ich weiß. Richtig unnötig. Was? Du baust es dreimal schneller ab als ich. Ich hab dir nur geholfen. Ich merk's. Ich hab aber dafür hier Gold gefunden. Ich mag Karma. Ja, Mann. Oh, hier war schon jemand. Ja, hier war schon jemand, aber die waren wahrscheinlich ziemlich blind. Solche Leute liebe ich, die dann durch eine Höhle gehen und die Hälfte liegen lassen. Ja. Wann wurde die Farmwelt eigentlich resettet? Dienstags, oder? 17. ist Montag gewesen. Nee, gestern. Montag? Gestern nee. Dann. Eben. Doch, gestern, das ja. War Dienstag. Ja, dann. Ja, das bedeutet, Samstag ist wieder leer. Leer. Voll. So ungefähr. Dann wird erst richtig losgelegt. Praktisch wird es für mich schon freitags. Ja, ich hab sie mit. Cool. Ich hab ein Kloster. Nice. Und noch mehr Gold. Ja, ich mag die Person, die hier war. Ehrlich zugeben, sie hat überall Fackeln hingesetzt, aber. Nee, teilweise bei mir nicht, mal Fackeln. Oh, bei mir schon. Ein Dungeon. Ein Dungeon. Nur da ist geloot. Nein, es ist nicht gelootet, aber es ist auch kein Mending-Buch. Kennst du dieses Gefühl, wenn du in einem Dungeon ankommst, eine Kiste aufmachst, ein Buch drin ist und du dir nur denkst, bitte ein Mending-Buch. Ja. Und kurz davor. Auf jeden Fall. Ach. Das kenne ich, das Gefühl. Das ist richtig kacke. Und dann ist es kein Mending-Buch und dann bist du richtig enttäuscht. Ja, Mann. Aber du hast dir eins gegönnt. Ja, ich habe immer vorhin eins gegönnt, aber wirklich. Hey, aber 17k, Leute, ist das. Ist ganz ehrlich, das nicht ein bisschen zu teuer? Nee, 17k hat es nicht gekostet. Ich habe 16k sofort gekauft, nur mit, wenn ich den Kredit. Also, ich muss ja den Kredit zurückzahlen, den ich mir genommen habe. Ja. Und mit Zinsen kostet mich das 17.120 DM. Hey, bei wem hast du denn einen Kredit genommen? Bank of Dinecraft Gruppe da. Ich hab Gold. Ja. Oh. Hey, so viel Geld? Ja, 7% Zinsen pro Tag. 7? Ja. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wurde das auf eine Woche gerechnet, ne? Weil nee, pro Tag. Keine Ahnung. Da ja der, ich hab's mir bei Lepali, also Paloxa, die ist der früher genommen, weil ich den ja kenne und ich dem vertraue deswegen auch. Aber der ist, ich hätte es auch am Samstag oder am Sonntag zurückgezahlen wollen, aber da er nicht am Wochenende, also ab Samstagmorgen nicht da ist, muss ich es ihm also Freitagabend spätestens zurückzahlen. Ja, das ist, deswegen ist bei mir im Moment frohes Farm angesagt. Okay. Ja. Ja, ich bin gerade aus der Höhle geflogen. Beziehungsweise aus Minecraft. GG. Ja, typisch. Wird noch in Zukunft repariert. Ich muss mir nur die richtige Treiber downloaden, dann wird es wieder gehen. Ja. Kohle. Aber so der momentane Preis von Mending-Buch ohne Sofortkauf, also ich meine zuerst war es ja Sofortkauf 15k und so Versteigerung ab 12k. Aber es ist jetzt echt so viel gestiegen? Ja, weil es keiner mehr findet.
Ohne X-Ray. Ah, stimmt. Ohne X-Ray. Jetzt kommt es mir in den Sinn, weil X-Ray ausgeschaltet wurde. Ja, nein, einfach das Anti-X-Ray-Plugin wieder da ist. Eben. Oh, das war die Spitzhacke. Bedeutet, die Hackers können nicht mehr Manning-Bücher finden. Ich muss mir auch noch eins kaufen für mein Schwert, aber ehrlich gesagt, der Bundeswehr, der hat eins für 8K gekauft. Und ich habe es wahrscheinlich dann für 16K gekauft. Ja, und er verkauft es fürs Doppelte. Ich habe es gekauft. Du hast von ihm gekauft? Ja. Also. Deswegen. Ja. Weiß nicht. 16K, da ist schon ein bisschen kritisch. Passiert. Ja. Was heißt passiert? Ich habe mir letztens ja auch eins gekauft. Für 16,5K. Oh. Aber ich denke, der Preis ist momentan eh gestiegen. Ist ja eigentlich gut so. Ja, gut ist es, aber für die, die es finden, ist es noch besser. Ja. Sind nie mehr in den Büchern. Ja, was ich tue. So traurig. Der lacht mich einfach aus. Alles klar. Jo, ich denke, wir sind, glaube ich, so bei 11 Minuten angelangt. Ich würde mal sagen, dann war es mit dieser kleinen, boah, bisschen durch die Farmel-Trampel-Runde. Es war einfach nur, einfach wieder chillig. Ich denke, die wenigsten haben bis jetzt hier mitgeschaut, weil es ein bisschen langweilig war, weil wir da noch eigentlich nur ein bisschen gelabert haben gerade. Die nächste Folge wird ein bisschen spannender werden. Das verspreche ich euch, wenn ihr überhaupt bis dahin geschaut habt. Ich würde mich, na klar, von euch über eine positive Wertung freuen. Die Lara sicherlich auch, wenn sie aufgenommen hat. Weiß ja gar nicht, ob du aufgenommen hast. Ich? Nee, hast nicht aufgenommen, nee. Ne? Ja gut, dann freue ich mich, na klar, wenn ihr trotzdem den positiven Like-Button drücken würdet. Ich würde mich, na klar, von euch über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in einer neuen Folge von Irgendetwas. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao.